Servus und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht heute um ein ganz interessantes Thema und zwar um die Hautkrankheit Mauke. Was ist Mauke überhaupt? Welche Auslöser und Ursachen kann sie haben? Und wie behandelt man die Mauke am besten? Und das werdet ihr jetzt alles in diesem Video erfahren. Gleich vorab. Ich bin leider nicht allwissend und habe deshalb mein Wissen durch verschiedene Quellen bestätigt, noch neue Dinge dazugefunden. Ich habe hier ganz viel recherchiert und habe euch die Links zu meinen verwendeten Quellen einfach unten in die Infobox gepackt. Als Mauke bezeichnet man eine bakterielle, durch eine Infektion bedingte Hauterkrankung des Pferdes. Und ja, diesen Satz habe ich auswendig gelernt. Mauke ist auch unter dem Begriff Fesselekzem bekannt. Warum? Naja, weil die Mauke fast immer in der Fesselbeuge des Pferdes auftritt. Aber nicht nur, kann sein, dass sie auch an anderen Stellen vorkommt. In einem frühen Stadium der Mauke wirkt die Haut leicht gerötet, sie juckt und an den betroffenen Stellen geht das Fell immer weiter zurück. Unbehandelt schreitet so eine Infektion natürlich immer weiter voran und aufgrund der Anschwellung und Verdickung der Haut kann es sogar zu Bewegungseinschränkungen der Gelenke oder zur Lahmheit beim Pferd kommen. Im schlimmsten Fall kann die Mauke sogar zu einer chronischen Erkrankung werden, sondern das sind dann jetzt die Ursachen für die Mauke. Mauke tritt größtenteils in den Herbst- und Wintermonaten auf, weil die Feuchtigkeit, die sich am Boden und in der Luft befindet, die Haut ohnehin schon ein bisschen angreift. So seltenes Ausmisten der Box oder Abäppeln der Paddocks im Offenstall lässt dann so ein richtig schönes Milieu für die Bakterien entstehen. Grundsätzlich kann Mauke bei jedem Pferd auftreten, besonders anfällig sind aber Pferde, die rassebedingt einfach einen sehr langen und dichten Fesselbehang haben, wie zum Beispiel die Tinker, Friesen oder Shire Horse. Diese Pferde haben häufig eine verdickte Haut in der Fesselbeuge und aufgrund des Behangs kann hier die Luft einfach nicht so gut durch. Es entsteht ein feuchtwarmes Klima und da fühlen sich die Bakterien drunter natürlich wieder richtig wohl. Ebenfalls häufiger betroffen sind Pferde, deren Haut an den Beinen unpigmentiert ist, sprich weiße Abzeichen hat. Und die Hinterbeine sind auch häufiger betroffen als die Vorderbeine. Das Immunsystem kann aber auch ein Auslöser für die Mauke sein. Häufig sind da auch junge oder alte Pferde betroffen, denn das Wachstum bei jungen Pferden strengt das Immunsystem einfach ordentlich an und bei älteren Pferden, da funktioniert es meistens oft nicht mehr so gut. Gründe können aber auch Mängel an wichtigen Mineralien wie Zink sein oder generell einfach eine falsche und nicht ausgewogene Fütterung. Nicht zu unterschätzen ist zudem der Faktor Stress. Denn Pferde, die unter Stress leiden, leiden häufig auch unter Mauke. Aber auch eine zu große Reinlichkeit ist nicht gut, denn durch häufiges Waschen wird die Haut irritiert und neigt dann auch eher dazu, dass die Mauke anfällig ist. Ihr seht, es gibt also ganz schön viele Ursachen, die Mauke auslösen können. Und oft ist es auch so, dass es nicht wirklich auf eine Ursache zurückzuführen ist, sondern dass verschiedene Faktoren einfach zusammenspielen. Kurz zusammengefasst, es gibt also diese Ursachen für Mauke. Und zwar die permanente Feuchtigkeit, Hygienemängel im Stall oder auf der Weide, langer und dichter Fesselbehang, ein geschwächtes Immunsystem, eine schlechte Fütterung, da zählen ihm auch die Nährstoffmängel dazu, dann die psychischen Faktoren wie Stress oder Erschöpfung und eine mangelnde oder übertriebene Pflege. Wie Mauke richtig behandelt werden sollte, da gehen die Meinungen natürlich wieder vollkommen auseinander. Da kommen Fragen auf wie die Krusten ablösen oder dranlassen, waschen oder trocken halten, Fesselbehang lassen oder abschneiden. Ganz schön viele Fragen und natürlich gibt es da keine einheitliche Lösung. Worüber man sich aber Gott sei Dank einig ist, ist das schnellstmögliche Beseitigen der Ursachen. An die Haut muss einfach Luft kommen, damit die nässenden Stellen abtrocknen können und kein feuchtwarmes Klima entstehen kann. Neben einer gepflegten Stallumgebung und einer ausgewogenen Fütterung ist aber auch die Pflege besonders wichtig, um die Mauke einfach bestmöglich zu behandeln und auch wieder vorzubeugen. Mittlerweile gibt es ganz schön viele Produkte auf dem Markt, die natürlich alle gegen Mauke helfen und das alleinige Wundermittel sind. Welches Produkt das beste ist, das sei jetzt mal dahingestellt und das kann ich euch in diesem Video auch nicht beantworten. Wichtig ist meiner Meinung nach nur, dass es wirklich ein mildes Mittel ist, das nicht aggressiv wirkt und die Mauke dann eigentlich eher nur verschlimmert, als sie bekämpft. Die Produkte, die ich euch jetzt zeige, sind in keiner der Kooperationen entstanden. Das sind einfach Produkte, die ich in meiner Stallapotheke habe und ich habe mir gedacht, wenn die da schon drin sind, dann kann ich die euch ja auch zeigen.
Falls ihr aber weitere Produkte kennt, könnt ihr die sehr gerne in die Kommentare schreiben, denn so können wir alle wieder voneinander profitieren. Und nun zur ersten Frage, Krusten ablösen oder dranlassen? Und diese Frage wird so heiß diskutiert, unterscheiden sich einfach die Geister. Ich habe viel nachgelesen und recherchiert und bin zu dem Entschluss gekommen, dass es wohl am besten ist, wenn man die Krusten nicht aktiv ablöst. Die Annahme, dass sich unter der Kruste die Bakterien ständig weiter ausbreiten können und deshalb muss die Kruste schnellstmöglich entfernt werden, muss da etwas differenziert betrachtet werden. Es ist zwar richtig, dass sich unter der Kruste die Bakterien schön verbreiten können, weil es halt unter der Kruste so, ja, schön angenehm für die Bakterien ist, ein schönes Klima darunter entsteht. Aber es bringt nichts, wenn ich die Kruste mit Gewalt entferne, denn dadurch entsteht ja erst recht wieder eine Wunde, in die Bakterien eindringen können und der Heilungsprozess wird dadurch ja nur gestört. Ein Großteil der Tierärzte rät deshalb dazu, die Stellen wirklich regelmäßig, am besten sogar täglich, zu reinigen und den Dreck, der die Mauke da eben verschlimmern kann, zu entfernen. Zudem wird geraten, die Krusten aufzuweichen und dann vorsichtig zum Beispiel durch leichtes Massieren zu entfernen. Sollten die Krusten nicht gleich abgehen, kann man zum Beispiel auch eine Fettsalbe verwenden, die Krusten dann einweicht. Wichtig ist aber, dass man hier wirklich vorsichtig vorgeht und die Krusten im Zweifelsfall lieber oben lässt, anstatt sie mit Gewalt zu entfernen, denn das kann echt verdammt schmerzhaft fürs Pferd sein. Waschen oder trocken halten? Und auch hier gehen die Meinungen natürlich auseinander. Ich habe nachgelesen, dass es wohl am besten ist, wenn man eine gute Mischung aus beiden macht. Das klingt jetzt ein bisschen widersprüchlich, aber es macht Sinn. Das regelmäßige Waschen mit einer milden, pH-neutralen und beruhigenden, aber auch desinfizierenden Waschlotion kann ganz sinnvoll sein. So wird der betroffene Bereich einfach sanft gereinigt und so ein ungutes Milieu für die Bakterien geschaffen. Die beanspruchte Haut kann sich dadurch einfach etwas entspannen und auch ein Teil der entstandenen Krusten geht da bereits von selbst oder eben durch leichtes Massieren ab. Zum Waschen verwende ich zum Beispiel ein Shampoo von Maucare. Die Marke stellt nämlich eine Stallfreundin selbst her. Nach dem Waschen ist es wirklich wichtig, dass die betroffenen Stellen gut abtrocknen. Man kann sie sogar auf kalter Stufe föhnen. Es ist wirklich nur wichtig, dass diese Stellen regelmäßig komplett trocken sind. Um den Heilungsprozess zu unterstützen und die Haut einfach vor Nässe und anderen Umwelteinflüssen ein bisschen zu schützen, können auch zusätzliche Pflegecremes verwendet werden, die einfach beruhigend wirken. Wichtig ist dabei nur, dass die Mittel wirklich luftdurchlässig sind. Und die letzte Frage, Fesselbehang lassen oder abschneiden? Wie bereits erwähnt, neigen ja vor allem Pferde mit einem langen und dichten Behang zur Mauke. Eine kontrollierte Kürzung und Ausdünnung des Behangs kann bei solchen Pferden wirklich schon sehr hilfreich sein. Zum Ausdünnen habe ich zum Beispiel einfach eine normale Ausdünnungsschere aus dem Friseurbedarf genommen und das funktioniert aber eigentlich ganz gut. Ob es wirklich notwendig ist, den Behang komplett abzurasieren, muss da jeder für sich entscheiden. Zum einen kann es schon sinnvoll sein, da man dann wirklich besser zu der Stelle dazukommt, es kommt auch mehr Luft hinzu. Auf der anderen Seite ist die Gefahr aber auch groß, dass die Haut durch das Abrasieren verletzt wird und dadurch wieder Wunden entstehen und in die Wunden kommen wieder Bakterien rein. Bei der Haltung ist es wirklich wichtig, dass das Pferd komplett trocken steht. Bei Boxenhaltung sollte da wirklich regelmäßig ausgemistet werden und auch eine gut saugende Einstreu verwendet werden. Doch auch bei Offenstallpferde ist regelmäßiges Abmisten natürlich ganz wichtig und sollten sich durch längere Regenzeiten viele schlammige Stellen gebildet haben, ist es vielleicht sinnvoll, diese schlammigen Stellen kurzfristig abzusperren, dass das Pferd wirklich trocken steht. Außerdem ist es wichtig, das Immunsystem aufzubauen und zu stärken. Im Allgemeinen sollte natürlich auf eine sehr ausgewogene und rohfaserreiche Fütterung geachtet werden, bei der das Pferd einfach alle nötigen Mineralien und Spurenelemente bekommt. Dass hochwertiges Heu dabei das Grundnahrungsmittel darstellen sollte, ich glaube, das ist uns allen klar. Man kann aber zum Beispiel auch vom Tierarzt Blutbilder machen lassen, wo man dann einfach ganz genau sieht, welche Stoffe dem Pferd fehlen. Bezüglich Zusatzfutter hat sich bei Mauke die kurweise Fütterung von Zink übrigens bewährt oder aber auch Kräuter wie zum Beispiel Thymian, Salbei oder Birkenblätter. Ja, und wenn ich mein Pferd jetzt von Mauke wieder geheilt habe, dann würde ich natürlich wahrscheinlich gerne wissen, wie ich die Mauke denn vorbeugen kann. Wie bereits erwähnt, ist eine gesunde Stallhygiene und eine ausgewogene Fütterung wirklich enorm wichtig. Hat man aber ein Pferd, das einfach immer wieder zu Mauke neigt, können die betroffenen Stellen zum Beispiel auch mit einer Zinksalbe behandelt werden. Ich habe hier zum Beispiel Produkte wie die Haut Repair von F-Wall oder die Silbersalbe von Leovet in meiner Stallapotheke, die ich einfach schon bei den ersten Millimetern
meinen ersten minimalen Anzeichen vom Mauke auf die Stellen drauf schmier. Eine Alternative können aber auch EMS, sogenannte effektive Mikroorganismen sein, die das Gleichgewicht der Bakterien rein biologisch wiederherstellen. Es gibt aber auch genügend andere Pflegemittel, die vorbeugend auf die Haut aufgetragen werden können. In meiner Stallapotheke habe ich zum Beispiel noch den Fesselpflegespray vom Mauke, der der Haut einfach dabei hilft, ihre natürliche Schutzbarriere aufrechtzuerhalten. So, und das war's mit diesem kleinen Wissensvideo rund ums Thema Mauke. Mich würde jetzt mal interessieren, habt ihr schon Erfahrungen mit Mauke gemacht? Welche Erfahrungen? Wie ist das Ganze bei euch so abgelaufen? Schreibt das auch gerne mal in die Kommentare. Und eine Frage, die ich auch noch ganz häufig gestellt bekomme, nämlich ob der Pilgrim Mauke hat. Und da muss ich sagen, Gott sei Dank nicht wirklich. Ich muss das Ganze zwar bei ihm schon immer ein bisschen im Auge behalten, aber wenn ich auch mal ein paar Wochen, Tage nichts mache, dann passiert es auch nicht gleich etwas Schlimmes. Ich achte natürlich darauf, dass ich den Behang aber schneide, dass ich den ausdünne und vor allem schneide ich ihm zum Beispiel die Fesselbeuge einfach immer aus. Man sieht das auch gar nicht, weil der Behang sowieso wieder drüber fällt, aber ich habe das Gefühl, dass das schon enorm hilft, dass da einfach noch viel mehr Luft hinzu kann. Ja, und jetzt sind wir wirklich am Ende. Ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag und würde mich natürlich freuen, wenn wir uns dann beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dahin, Servus!